Und moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nicht der Weisheit, letzter Schluss. Ja, dieses Mal gibt es wieder einen neuen Teil von der Vorschau auf Debian 12 Serie, dieses Mal mit dem XFCE Desktop. Ja, gucken wir mal rein. Erstmal ein paar grundlegende Informationen dazu. Also der XFCE Desktop basiert seit Version 4.14 auf GTK Plus 3. Ja, die erste Version erschien 1996, das sind jetzt ja auch schon ein paar Jahre, wird aber auch weiterhin aktiv weiterentwickelt. Die aktuelle Version 4.18 ist vom 15.12.2022. Welche Version sich jetzt in Debian 12 bzw. der Vorschau auf Debian 12 befindet, weiß ich noch nicht, das trage ich nachher noch nach. Und wenn ihr mehr zum XFCE Desktop erfahren wollt, könnt ihr auf die Wikipedia-Seite gucken. Das ist also der XFCE Desktop, wie er quasi aus der Tüte fällt bei dem aktuellen Stand von Debian 12. Da sind noch ein paar Reste nach von dem, was ich vorher schon mal gezeigt habe auf anderen Desktops. Also eine Textdatei, die ich eigentlich über diese Desktop-Suche finden wollte, was nach Inhaltssuchen nicht geklappt hat und ja, ein bisschen anderes Zeug, was hier noch rumliegt. Uns interessiert heute aber viel mehr, was es so an Einstellungen gibt. Das habe ich mit Cinnamon und KDE gemacht. KDE war sehr, sehr lang nachher, darum ist es auch ein Zweiteiler geworden. Ich hoffe mal, dass es bei XFCE ein bisschen schneller geht, dass es nicht so viel zum Naja, ich hoffe, es ist trotzdem weniger, als was es jetzt erstmal aussieht. Fangen wir einfach mal an und gehen hier auf Einstellungen. Und dann haben wir das Ganze noch mal ein bisschen anders. Also nicht gerade wie im Menü, sondern hier als so eine ja, kleine Anwendung, wo verschiedene bunte Icons drin sind. Und das ist es jetzt auch. Das könnte also schnell gehen. Ich hoffe es. Es war wirklich elendig lang, KDE zu machen und hinterher zu schneiden. Ist viel Zeit reingeflossen. Hätte ich am Anfang gar nicht gedacht, dass es so viel gibt. Von daher hoffe ich hier, ist es wirklich mal weniger. Gut, fangen wir einfach von oben, von links nach rechts einfach mal an. Arbeitsflächen, wie bei anderen Desktops auch. Also, dass wir nicht bloß diesen einen Desktop haben, quasi das, was wir jetzt hier sehen, sondern dass man virtuell weitere Arbeitsflächen dazu hat und da hin und her schalten kann. Da haben wir jetzt die Möglichkeit, dass wir uns mehrere anlegen und dann habe ich hier oben auch, ja, so ein Klickfeld, wo ich sagen kann, ich möchte jetzt zur Arbeitsfläche 2 wechseln. Wenn ich das mache, ist da noch nichts geöffnet und wenn ich wieder zurückgehe auf 1, ist da wieder mein Einstellungsdialog. Standardmäßig war es bei 2, kann man so machen. Also ich verwende diese virtuellen Desktops, Arbeitsflächen in meinem Alltag nicht. Müsst ihr wissen, ob das was für euch ist. Und dann haben wir hier noch Ränder. Aha, die Ränder sind die Bereiche an den Kanten des Bildschirms. Dort werden keine Fenster platziert. Okay, mal gucken, was passiert, wenn ich da jetzt ein bisschen höher mache. Ach so, also das ist so ein bisschen wie so ein Magnet. Also links habe ich jetzt 10 Pixel und nach oben. Obwohl, da habe ich auch. Dort werden keine Fenster platziert. Achso, wenn ich Vollbild mache, ne? Dann habe ich hier jetzt 10 Pixel mit, ja, wo der Desktop selbst nochmal durchguckt. Und wenn ich das wieder auf 0 verringere, dann liegt es auch genau an meinem Bildschirmrand. Genau. Ja, also würde ich so lassen, wie es vorher war. Ansonsten, wenn ihr was anderes damit machen wollt, dann macht es anders. Damit wieder zurück zu allen Einstellungen. Benachrichtigungen. Da können wir jetzt, was haben wir denn da? Bitte nicht stören. Okay, also es werden nur dringende Benachrichtigungen angezeigt. Ja. Benachrichtigung anzeigen auf dem Bildschirm mit der Maus.
Ah, okay, wenn ich jetzt mehrere Monitore, also mehrere physikalische höchstwahrscheinlich habe und ich mit der Maus hin und her wandere, dann wird mir eine Nachricht dort angezeigt, wo gerade sich die Maus befindet. Ja. Dann Erscheinungsbild, Thema Default, Retro. Achso, dann haben wir hier ja, so quasi so Klebezettel. Was haben wir da? Ja, sieht nochmal ein bisschen anders aus. Da haben wir auch nochmal was anderes. Und Smoke. Okay, ist eher so schwarzer Rauch. Dann haben wir hier noch zum. Ja, muss man mögen, ne? Sucht euch das aus, wie ihr es gerne haben möchtet. Also ich würde es erstmal so lassen. Standardposition oben rechts. Ja, genau. Kann man bestimmt auch hier anders machen. Unten rechts. Hier sind wir die. Unten rechts ist gleich viel, viel schöner. Nein, eigentlich nicht. Aber ich mache das wieder dorthin. Genau. Deckkraft. War ja so ein bisschen durchscheinend. Wenn ich das jetzt einmal komplett hochdrehe, dann muss ich auch noch was anderes. Scheint nichts mehr durch. Oder wenn ich jetzt das Gegenstück wieder zu machen, mache ich dich runterdrehe auf hier 19%. Da, oder? So. Genau. Also dann ist es sehr unscheinbar, es sei denn, dass ich mit der Maus drauf gehe, dann ist es nicht mehr transparent. Ich würde Transparenzen da irgendwie nicht unbedingt wollen, also von daher mache ich da mal 100% und wieder oben rechts. Dann kann ich noch angeben, wann ich das wieder ausblenden möchte. Also diese 10 Sekunden würde ich sagen, sind ein ganz guter Wert. Das kann man so machen. Dann Text mit prozeduralen Werten anzeigen. Was sagt denn die Hilfe dazu? Also für irgendwelche Benachrichtigungen, die Prozentwerte enthalten, wie Lautstärke oder Bildschirmhelligkeit, gibt es denn auch eine Benachrichtigung? Dafür gibt es ja normalerweise auch so spezielle Tasten auf der Tastatur, beim Laptop oder auch vorm normalen Rechner. Da gibt es so Spezialtasten für Lautstärke, ist manchmal auch verbunden mit so einer Funktionstaste. Oder ja, bei einigen wenigen Geräten gibt es auch einzelne Tasten dafür, dass man die Lautstärke über Tasten ändern kann und dann kriegt das Betriebssystem ja eine Nachricht, dass da diese spezielle Taste leise lauter gedrückt wurde und dann wird zum Beispiel der Mixer hier anders eingestellt. Oder, ach nee, da ist es hier, genau. Sowas. Also dann wird dieser Lautstärkeregler, der in Software und in Hardware denn im System drin ist, wird denn dementsprechend angepasst. Und wenn diese, also klicken und ziehen, wenn das hier ja aktiviert ist, diese Funktion, dann müsste sich das auch ändern, denke ich mal, wenn da jetzt eine Taste gedrückt worden wäre, was ich jetzt hier so nicht mehr machen kann. Ja, Animationen, also ausfaden, also ausblenden, hinausgleiten. Gucken, was ist denn jetzt hier hinausgleiten? Achso, ah, okay. Da und. Oder muss ich das, wenn ich jetzt mal ein bisschen kleiner stelle, hier so auf 2 Sekunden, dann einmal, ach nee, das hatte ich schon, einmal so. Ah, dann gleitet es auch noch hinaus. Kann man machen. Was haben wir denn hier als nächstes? Einstellung für Benachrichtigung pro Anwendung. Da kann man es dann auch nochmal, okay, nochmal gezielt einstellen, was man haben möchte. Ja. Das sind jetzt nochmal einzelne Anwendungen oder ja, so kleine Hilfsprogramme wie hier XFCE Volume Control. Ja, genau, da kann ich jetzt sagen, komplett stumm schalten, niemals benachrichtigen davon oder nur wenn es dringend ist oder ins Protokoll aufnehmen oder nicht und Anwendung vergessen.
Ja, dann haben wir hier noch ein Protokoll, das ist im Moment leer. Also da würden solche Nachrichten denn eingetragen werden, dann kann man sich die hinterher nochmal angucken, wenn da was passiert. Dateiverwaltung Einstellungen. Was haben wir denn da? Also das bezieht sich ja höchstwahrscheinlich alles auf den Dateimanager. Wenn ich jetzt hier mal draufklicke, dann sollte sich hier ein Dateimanager öffnen. Tunar heißt das Ding. Und wenn ich da jetzt vorgebe, dass ich die Listenansicht haben möchte, einmal zumache und jetzt haben wir auch diese Listenansicht. Also über diesen globalen Einstellungsdialog kann ich den Dateimanager konfigurieren, wie ich das haben möchte. Listen oder vorher Symbolansicht. Also Liste finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Oder Kompaktansicht. Mal gucken, was macht die? Ah, okay, gut. Da haben wir weniger Informationen. Sagt der Name ja auch schon irgendwie. Also von daher Listenansicht finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Da haben wir jedenfalls eine Größenangabe. Und wenn da jetzt irgendwo Dateien. Ja, genau. Also wenn da wirklich eine Datei mal drin sein sollte, dann haben wir auch gleich die Größenangabe, wie groß die Datei wirklich ist. Ja, Ansichtseinstellungen für jeden Ordner merken. Och, muss eigentlich nicht sein. Ordner vor Dateien anzeigen. Das ist. Ja. Ich glaube, das würde ich machen. Also das ist eher so das, was ich gewohnt bin. Dann wirkt sich das sogar sofort aus. An, aus, an. Genau, also irgendwie so, erst kommen alle Verzeichnisse, alle Ordner in der Liste und dann darunter kommen die Dateien. Finde ich irgendwie gar nicht so schlecht. Dateigröße in Binärformat anzeigen. Dateigröße in Binärformat. Wenn ich das jetzt ausmache. Ach, das meint es. Also dabei geht es um die Zählweise, ob man jetzt sagt, ein Kilobyte hat 1000 Byte oder die, wie sie es hier nennen, Binärzählweise sind 1024. Und wenn ihr denn von einem Kilobyte auf ein Megabyte geht, das Megabyte besteht dann auch wieder aus 1024 Kilobyte. Und dadurch vergrößert sich der Abstand von dieser Dezimalzählweise von 1000, 1 Million und so weiter zu dieser Binärzählvariante, die immer 2 hoch ja, irgendwas hat. Die wird dann immer größer. Also da gibt es bei Wikipedia auch so eine schöne Tabelle, wo wirklich mal der Unterschied gezeigt wird. Wenn ihr eine Festplatte mit so und so viel Terabyte kauft, der Hersteller gibt diese Größe normalerweise in dem Dezimalformat an, weil das eine größere Zahl für euch ist als diese binär 2 hoch irgendwas Zahl. Dann haben wir hier Vorschaubilder anzeigen. Wenn wir das Ganze machen möchten, immer oder nur lokale Dateien. Man wird hier, denke ich mal, genau, da haben wir auch noch ein Netzwerk, dass sich das auf Netzwerk dann auswirkt, wenn ich sage nur lokale Dateien. Also beim Netzwerk wird keine Vorschau generiert, aber bei lokalen Dateien, die auf der SSD oder der Festplatte abgespeichert sind, dann schon. Dann haben wir als nächstes nur Vorschaubilder für Dateien anzeigen, die kleiner sind als, da kann ich eine Größe angeben. 10 Gigabyte, ja, okay. Oder unbegrenzt. Rahmen um Vorschaubilder. Also Vorschaubilder bezieht sich wahrscheinlich eher bloß auf Medien, vielleicht Videos und Bilder. Und daraus werden dann kleine Vorschaubilder gemacht. Dann haben wir hier Symbolansicht, Text neben Symbolen. Text neben Symbolen, mal gucken, ob wir da, wenn ich jetzt hier nochmal umstelle auf Symbolansicht, geht das da auch? Nee,
Muss ich einmal zumachen. Wenn ich das so habe, Text neben Symbol, dann, ja, wie ich schon sage, ne? Also da der Text ist neben dem Symbol. Und vorher war es nicht. Ach so, das geht jetzt live. Dann ist es vorher drunter gewesen und wenn ich es daneben haben möchte, ist es daneben. Ja, genau. Symbol des aktuellen Ordners verwenden. Wahrscheinlich meint es das hier oben, dass das denn da so weit da steht. Und Datumformat heute. Datum von. Steht denn da? Hier auf dem Schreibtisch und. Also, genau, einmal zumachen, damit ich wieder meine Listenansicht habe. Also, wenn das Format heute ist, dann ist da nur der Tag, aber keine weiteren Informationen. Und bei meiner Textdatei hier eben auch nicht. Das heißt heute. Und wenn ich jetzt habe heute um, dann steht das Datum dort und wann diese Datei das letzte Mal geändert wurde oder das Verzeichnis angelegt wurde oder sonst irgendwas. Ich kann mir hier aber noch anderes aussuchen. Wenn ich das so haben möchte, sieht es halt so aus. Ja, ein neuer Tag ist angebrochen. Wie man vielleicht an den Lichtverhältnissen sieht, es sieht ein bisschen anders aus. Der Desktop ist wieder derselbe, den wir vorher hatten. Wir haben uns letztes Mal die obere Reihe schon angeguckt. Jetzt geht es weiter mit ja, Feineinstellungen der Fensterverwaltung. Gucken wir mal nach, was es da alles gibt. Ja, Fenster überspringen, bei denen Arbeitsflächen, Umschalter überspringen oder Fensterleiste überspringen eingestellt ist. Warum nicht? Klingt doch erstmal ganz gut. Durchgehen durch minimierte Fenster in der zuletzt verwendeten Reihenfolge. Ja, ich glaube, das ist die Funktion, die ich auch bei Firefox nicht mag oder bei einem anderen Browser, wo das denn hin und her springt. Also von daher habe ich denn gern die Reihenfolge, die ich schon immer hatte. Und nicht so eine dynamisch sich anpassende Reihenfolge von Fenstern. Finde ich irgendwie mal blöd. Versteckte, zum Beispiel verkleinerte Fenster mit einbeziehen, finde ich auch gut. Fensterzyklus durch alle Arbeitsflächen. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt mehrere Arbeitsflächen hätte, dass nicht nur der aktuelle Arbeitsplatz mit einbezogen wird, also die aktuelle Arbeitsfläche, sondern wirklich alle. Ich glaube, oder? Ist das eher verwirrend oder nicht? Ja, also ich würde es, glaube ich, auch erstmal so lassen. Während des Fensterwechsels einen Rahmen um das ausgewählte Fenster zeichnen. Ja. Das ist auch gut. So ein bisschen Optik, so dass man sieht, was sich da tut, ist eigentlich immer gut. Fenster beim Durchwechseln hervorheben. Ah, okay. Obwohl. Fensterzyklus in einer Liste. Mal gucken. Achso, okay, dann habe ich so. Okay. Dann habe ich also bloß das Icon davon, aber keine Vorschau von dem Fenster. Boah, kann man so und so machen. Dann, was haben wir hier? Fokus. Fokusverlust verhindern. Fokusverlust. Gute Frage, was das jetzt macht. Den normalen ICCCM-Fokushinweis berücksichtigen. Aha. Wenn sich ein Fenster hervorhebt, Fenster auf die aktuelle Arbeitsfläche verschieben. Okay. Wenn sich ein Fenster hervorhebt. Welchen Fällen kann denn das passieren? Also, dass so ein Fenster sich irgendwie in den Vordergrund drängelt, ohne dass ich was mache?
Keine Ahnung, was das macht. Zugreifbarkeit. Taste zum Nehmen und Verschieben der Fenster. Das kann ich ja normalerweise so machen, aber ja gut, das seht ihr nicht, weil ich exakt das bei meinem Desktop auch verwende. Ich kann da, wenn ich Alt drücke und dann ein Fenster auswähle, kann ich es verschieben, egal wo ich in dem Fenster bin. Also ich muss nicht hier oben auf die Leiste gehen, sondern kann irgendwo hinklicken. Das finde ich ganz praktisch. Ja. Fenster hervorheben, wenn eine beliebige Maustaste gedrückt wird. Okay. Also oben auf diese Leiste, mittlerer Mausklick funktioniert nicht. Rechts funktioniert und macht gleich dieses Menü auf. Oder wenn ich so reinklicke, Mitte geht, links geht, rechts geht. Rahmen bei vergrößerten Fenstern nicht anzeigen. Vergrößert. Meint es jetzt so Vollbild, also maximiert, aber so ein Rahmen? Ist da jetzt ein Rahmen weg? Keine Ahnung. Fenstertitel bei vergrößerten Fenstern verbergen. Mal gucken. Genau, das haben wir hier. Los, wie kriege ich den jetzt wieder klein? Probiert das nicht aus, wenn ihr nicht wisst, was er tut. So, so kriegen wir das wieder zurück. Genau. Okay, gut, dann ist es wirklich weg. Finde ich jetzt keine so tolle Idee. Fenster automatisch kacheln, wenn sie sich in Richtung des Bildschirmrandes bewegen. Also, ne? Aha, okay. Keine Ahnung. Widerstand an den Kanten, statt die Fenster einrasten zu lassen. Ach so, okay. Das war die jetzt mit dem wohl. Ach da, ja, der macht das so ein bisschen. Und wenn ich das aushabe. Okay, dann habe ich dieses Einrasten. Das Mausrad über der Titelleiste benutzen, um das Fenster einzurollen. Ja, das geht. Dringlichkeit mitteilen, indem der Fensterrahmen blinkt. Dringende Fenster ununterbrochen in blinkendem Zustand lassen. Das klingt irgendwie nervig. Arbeitsflächen. Das Mausrad über dem Schreibtisch zum Wechseln der Arbeitsflächen benutzen. Genau. Vorige Arbeitsfläche merken und beim Wechsel mit Tastenkombination wiederherstellen. Das ist natürlich die Frage, welche Tastenkombination? Oh, Arbeitsflächen in Abhängigkeit der derzeitigen Schreibtischanordnung umbrechen. Arbeitsflächen in Abhängigkeit der derzeitigen meine ich jetzt mit umbrechen? Arbeitsflächen, also das Ganze hier umbrechen. Arbeitsflächen umbrechen, wenn die erste oder letzte Arbeitsfläche erreicht ist. Dann kann man vielleicht einfach so durchreichen von einem zum nächsten, aber ich kriege das da ja nicht weitergeschoben. Also das ist dann raus und ist es weg. Vielleicht brauche ich da noch irgendwie eine andere Option, damit das funktioniert. Platzierung. Kleinste Größe zur intelligenten Fensterplatzierung. Kleinste Größe zur intelligenten. Okay. Also vielleicht, wenn ich solche Fenster habe, die eine variable Größe haben, dass ich das denn mache? Also erstmal versucht hier besonders klein das zu machen oder besonders groß. Standardmäßig die Fenster folgendermaßen platzieren. In der Mitte des Bildschirms. Ja. Ja, genau, das ist eigentlich gut. Dann haben wir noch Composite. Das hier ist was, was ja, das Ganze je nach Geschmack so ein bisschen hübscher machen kann.
Man kann das aber auch komplett ausstellen. Das komplette Ausstellen würde ich empfehlen, wenn ihr zum Beispiel mit X2Go drauf zugreift, sonst habt ihr solche hässlichen schwarzen Ränder drumherum und auch Darstellungsfehler. Von daher macht das aus, wenn ihr es nicht unbedingt braucht. Aber ansonsten, wenn euch das alles so gefällt, wie es ist, könnt ihr es auch anlassen. Macht es eventuell ein klein bisschen langsamer, aber ihr werdet es wahrscheinlich überhaupt nicht merken, dass es langsamer wird. Vollbildüberlagerungsfenster sofort anzeigen. Oder ein Vollbild. Also da sind so viele Begriffe drin, die vielleicht was Ähnliches meinen. Aber dann ist es wieder ein neuer Begriff. Vollbildüberlagerungsfenster sofort anzeigen. Also bei vielen Sachen kann ich echt bloß raten, was damit gemeint sein sollte. Ihr wisst es vielleicht besser. Also ich sehe da erstmal keine Auswirkung bei dem, was ich jetzt meine. Das ist jetzt so ein Vollbildüberlagerungsfenster. Es kann aber auch was komplett anderes sein. Ich weiß es nicht. So, dann haben wir beim Fensterwechsel eine Fenstervorschau anstelle der Symbole anzeigen. Beim Fensterwechsel eine Fenster. Das ist wahrscheinlich das hier. Ah, okay, dann haben wir das. Im Gegensatz zur Fenstervorschau finde ich besser. Aber wenn man es ausmacht, ist es auch weg. Schatten unter Benachrichtigungsfenstern anzeigen muss eigentlich nicht sein, genauso wie Schatten unter Leisten muss auch jetzt nicht unbedingt sein. Schatten unter normalen Fenstern anzeigen. Es ist hier relativ hell und ich sehe keinen Schatten. Also, keine Ahnung. Schreibtisch mit dem Mausrad vergrößern. Schreibtisch mit dem Mausrad vergrößern. Ich noch eine Taste drücken? Also, es wechselt die Arbeitsfläche, wie wir auch, glaube ich, irgendwann mal eingestellt haben. Schreibtisch mit dem Mausrad. Keine Ahnung. Zoom-Zeiger zusammen mit dem Schreibtisch. Das ist der Zoom-Zeiger. Ja, dann können wir ja noch einstellen. Deckkraft von verschiedenen Fenstern. Deckkraft beim Verschieben. Das kann man vielleicht mal sehen, wenn ich das so mache. Genau. Aber das ist sowas, das brauche ich eigentlich auch nicht. Also Transparenzeffekte finde ich eigentlich eher lästig als irgendwie gut. Aber müsst ihr wissen, ob ihr es haben wollt. Im Zweifelsfall könnt ihr das ganze Zeug auch ausstellen und dann, ja, läuft es auf jeden Fall unter X2Go deutlich besser ohne irgendwelche Grafikfehler. Dann alle Einstellungen. Fensterverwaltung. Was haben wir da? Da können wir den Stil auswählen, wie es aussehen soll. Boah. Ja, müsst ihr wissen, wie ihr es haben wollt. Genauso wie Titelschrift, Titelausrichtung, Anordnung der Knöpfe. Hier könnt ihr denn die Reihenfolge von den einzelnen Knöpfen ändern. Ich mache das einmal. Dann ist das da rumgesprungen. Das finde ich eigentlich ganz gut, dass man das so einstellen kann. Also nicht, dass ich es jetzt bräuchte oder dass ich damit unzufrieden wäre. Aber das ist mal so ein Dialog, wo ich das einfach ändern könnte. Bei anderen Desktops, da ist es einfach vorgegeben oder ist mit so einem Thema verknüpft. Aber hier könnt ihr das so machen, wie ihr es wollt. Finde ich eine gute Lösung. Tastatur, da haben wir denn verschiedene Tastaturcodes, die wir verwenden können. Menü für Fensteraktionen, Alt- und Leertaste. Alt- und Leertaste? Ah, okay. Gut, da kann man dieses Menü aufklappen. Das ist doch mal praktisch. Und dann gibt es natürlich noch deutlich mehr Tastenkürzel, die überwiegend belegt sind. Aber es gibt auch komplett frei, die ihr neu belegen könnt. Oder bei anderen könnt ihr halt umkonfigurieren, wie ihr es haben möchtet. Fokus. Ja, Fokus durch Mausklick. Fokus folgt Mauszeiger. Ich glaube, das gab es früher mal bei irgendeinem Desktop, den ich mal verwendet habe. Was, vielleicht CDE oder sowas? Fand ich eher verwirrend. Also Fokus durch Mausklick ist schon ganz okay. Fokus bei neuen Fenstern. Neue Fenster erhalten Fokus automatisch. Ja, würde ich sagen, ist normalerweise auch okay.
Hervorheben bei Fokus, Fenster automatisch hervorheben, wenn Sie den Fokus erhalten. Ja, wenn es jetzt automatisch, also wenn es jetzt Fenster sind, die durch ein Programm einfach so gestartet werden, möchte ich dann den Fokus darauf legen? Eigentlich nicht unbedingt. Also von daher würde ich es auslassen. Hervorheben durch Klicken, Fenster hervorheben, wenn in das Anwendungsfenster geklickt wird. Fenster vorwählen. Ah, das ist doch quasi genau dasselbe wie das hier, oder? Ja, also probiert da noch mal ein bisschen mit rum, wenn euch das wirklich interessiert. Also auf die kompletten Details, also ich werde wirklich nicht alles durchgehen. Also das KDE-Video oder vielmehr der Zweiteiler davon, das hat einen gewissen Schaden noch hinterlassen. Also von daher seht es mir nach. Erweitert. Einrastende Fenster an den Bildschirmrändern. Das, ja, tut es. An anderen Fenstern kann man auch noch machen. So. Und. Ja, genau. Dann rastet das so ein. Oder wenn ich das wieder ausmache, tut es das nicht. Gut, das ist mal eine Option, die ich auch sofort verstehe. Arbeitsfläche wechseln, wenn die Bildschirmecke erreicht wird, mit dem Mauszeiger, mit einem gezogenen. Ah, okay, wenn ich das jetzt so mache. Okay. Arbeitsfläche wechseln. Nö. Also das wechselt die Arbeitsfläche nicht. Also es geht hier oben wieder, also wie man da sieht, bis zum Rand. Und wenn ich mit der Maus noch weitergehe, passiert da nichts. Inhalt von Fenstern verstecken beim Bewegen. Ja, okay, gut. Das erinnert mich so ein bisschen früher an Geos, habe ich auch mal ein Video zu gemacht. Das ist über 30 Jahre her, da gab es sowas auch. Das hat man früher gemacht, um ja Ressourcen zu sparen. Also sowas, das geht schon seit den letzten, sagen wir mal, 20 oder sagen wir 15 Jahren, funktioniert sowas ohne Probleme. Das kann man halt lassen. Aktion beim Doppelklick, Fenster vergrößern. Jo, genau. Könnte ich aber auch noch was anderes nehmen, aber Fenster vergrößern ist vollkommen okay. Leiste. Das ist jetzt. Warum ist denn das jetzt hier schwarz? Ist das alles? Tja, komisch. Warum ist das jetzt so dunkel da drin? Und alles andere nee. Ach so, weil die Leiste unten dunkel ist. Oh, jetzt ist es weg. Ja, nochmal. Leiste. Erscheinungsbild, achso, Dunkelmodus aus. Ah ja, genau, dann passt es auch besser zum Rest. Wieder zurück, Modus waagerecht, könnte ich auch senkrecht machen, dann haben wir es da. Aber waagerecht ist doch okay. Ach nee, das ist die obere Leiste. Stimmt, Leiste 1, Leiste 2. Wenn ich die untere haben will, ist die da. Das sieht irgendwie doof aus. Und Leiste sperren, da kann ich die auch noch hin und her zubbeln. Wie ich das jetzt anders machen wollte. Und senkrecht kann ich die auch dahin tun und hinterher wieder sperren. Je nachdem, was ihr für einen Monitor für ein Layout habt, ist das vielleicht auch eine Methode. Sieht ungewöhnlich aus, kann man aber machen. Leiste automatisch verstecken. Versteckt sich die? Nö. Nie. Oder? Also die Leiste will sich nicht verstecken. Dann lassen wir es auf intelligent und so. Abmessung, da können wir natürlich die Größe angeben. Wie groß wir es haben wollen. Ich setze es wieder zurück. Anzahl der Zeilen. Ah, okay. Okay, das kann man hier direkt eingeben, wie man das haben möchte. Länge. Ach so, okay.
Ah, okay. Kann ich auch hier? Ja. Da könnte ich mir dann auch so eine Seitenleiste machen, die auf die linke Seite schieben und wieder sperren. Ja, geht auch. Also man kann eine ganze Menge damit machen. Erscheinungsbild. Dunkelmodus habe ich schon mal ausgestellt. Hintergrund. Und Hintergrundbild. Oh, haben wir ein Hintergrundbild. Ja, kann man machen. Muss aber, glaube ich, nicht sein. Größe automatisch anpassen. Okay, oder was Eigenes auswählen. Also automatisch ist, glaube ich, ganz gut. Wenn ich das Composite jetzt nicht deaktiviert hätte, könnte ich jetzt noch ein bisschen mehr einstellen. Die Deckkraft wiederum. Ja, kann man machen. Muss man nicht. Objekte, da haben wir denn die einzelnen Elemente drin, Schreibtisch anzeigen. Und wenn ich da jetzt. Ah ja, genau. Also damit kann ich dann nochmal die Reihenfolge ändern. Und dieses Trennelement, also dieser Streifen dazwischen, den kann ich auch rausschmeißen. Oder ich kann bestimmt auch. Kann ich hier auch? Nö, neu hinzufügen kann ich nicht. Das kann ich, indem ich hier einen Rechtsklick drauf mache, neue Elemente hinzufügen und dann sind die da drin. Aber hier kann ich. Nö, kann ich keine neuen machen. Ich kann hier bloß das verschieben, was schon da ist. Ich kann mir auch noch neue Leisten dazu bauen, wenn ich das denn möchte, oder eine ausgewählte entfernen. Schreibtisch. Da kann ich mir einmal ein Hintergrundbild aussuchen in verschiedenen, ja, Formen quasi. Also der Formfaktor ist ein anderer. Ja, ach, das bleibt so, wie es ist. Dann kann ich sagen hier, welcher Ordner angezeigt wird. Okay, also Desktop Base. Achso, den Ordner auswählen, in dem Hintergrundbilder ausgewählt werden sollen. Ah, okay, ich verstehe. Genau, Farbe. Wenn ich jetzt bloß einen Verlauf haben wollte, Stil, kein Bild. Gekachelt gestreckt, zentriert, gekachelt, gestreckt, skaliert, vergrößert. Kein Bild. Und wenn ich da jetzt mal sowas. Hallo? Achso, auswählen. Und vielleicht so. Ja, dann habe ich sowas. Und da kann ich noch auswählen. Senkrechter Verlauf. Oder durchsichtig. Ach, weiß ich nicht. Also so schlecht finde ich das jetzt nicht. Es muss nicht immer ein Hintergrundbild sein. Das spart bestimmt auch noch ein bisschen Speicher oder so. Und ich könnte auch noch mehrere Hintergrundbilder nehmen und die automatisch wechseln lassen. Ja, was braucht? Menüs im Schreibtischmenü. Option löschen im Dateikontextmenü aktivieren. Das haben wir schon mal in ähnlicher Form gesehen, als wir den Dateimanager eingestellt haben. Das haben wir hier jetzt auch. Also da habe ich. Okay, den kann ich löschen. Was kann ich löschen? Kann ich das löschen? Genau, den kann ich löschen und nicht nur in Papierkorb verschieben. Beim Rechtsklick auf dem Schreibtisch Anwendungsmenü anzeigen. Jo, haben wir. Anwendungssymbole im Menü anzeigen. Kann man machen, kann man nicht machen. Symbole finde ich immer gut. Ihr könnt die aber auch ausmachen, wenn ihr es doof findet. Fensterliste. Beim Mittelklick auf dem Schreibtisch Fensterliste anzeigen. Jo, haben wir. Obwohl. So, Mittelklick. Ach so, ja, okay, genau. Also da habe ich denn mehrere und da das Ding Schreibtisch heißt, hat mich das gerade eben irritiert, genau. Also nicht der Schreibtisch als solches, sondern das Fenster, was auch Schreibtisch heißt. Alles in Ordnung. Genau, also das klappt auch. Dann Arbeitsflächennamen in der Liste anzeigen. Ja,
auch immer gut. Also mehr Informationen finde ich normalerweise auch besser. Und wenn ich die irgendwie nicht mehr brauche, gucken die sich auch weg. Also von daher lieber zu viel als zu wenig. Fenster für jede Arbeitsfläche in Untermenüs auflisten. Okay, gut. Das ist irgendwie ein Klick mehr oder finde ich blöd. Klebrige Fenster nur auf der aktiven Arbeitsfläche anzeigen. Klebrige Fenster müsste man hin und wieder mal waschen oder so. Klebrige Fenster. Gibt es sowas wie anpinnen? Nee, das ist zumachen. Was haben wir hier? Verschieben. Einrollen. Meint das vielleicht hier immer oberhalb sowas? Ja. Naja. Keine Ahnung, wie man jetzt ein Fenster klebrig macht. Optionen zum Hinzufügen und Entfernen von Arbeitsflächen anzeigen. Okay. Also ich könnte gleich hier eine zusätzliche Arbeitsfläche noch hinzufügen. Warum nicht? Dann die Symbole, die wir hier haben. So, oh, das ist jetzt zu klein. Genau, also damit können wir nochmal die Größe, oder? Ja. Genau, dauert ein bisschen. Damit können wir die Größe von den Symbolen auf dem Desktop noch anpassen. Orientierung oben links senkrecht. Da ich jetzt die Leiste so ein bisschen davor geklebt habe, würde ich eher oben rechts senkrecht da. Genau, dann haben wir es da. Kommt sich da, ist damit nicht ins Gehege, ist doch ganz gut. Kurzhilfen für Symbole anzeigen. Genau, ist auch gut. Vorschaubilder anzeigen. Wahrscheinlich bloß, wenn ich jetzt direkt eine Datei auf dem Desktop hätte. Versteckte Dateien auf dem Desktop anzeigen. Da hätte ich hier dieses Punkt Directory. Achso, wenn ich da jetzt drauf gehe, habe ich das als Vorschau. Jo. Ja, vielleicht bezieht sich das auch wiederum bloß auf Vorschaubilder, also wirklich bloß für Bilder, dass da so Miniaturbilder generiert und dann gezeigt werden. Einfacher Klick, um Objekte zu aktivieren. Nö, nö. Doppelklick finde ich eigentlich ganz gut. Dann kann ich hier noch sagen, was da auf den Desktop soll. Genau. Ja, genau, was dahin soll. Textbearbeitungseinstellungen, da haben wir. Ach so, Mauspad, das ist dieser Texteditor, nicht? Und dieser schwarze Rand, den ihr hier seht, das ist so ähnlich, als wenn ihr mit X2Go auf einen Desktop zugreift, auf einen XFCE Desktop, wo dieses Composite an ist. Dann zu dem Editor. Wo ist er denn? Okay. Mauspad. Genau, das ist dieser einfache Texteditor, den XFCE verwendet. Und da können wir hier. Da. Ja, grundlegende Informationen eingeben, wie wir das gerne anzeigen möchten. Zeilennummern anzeigen, Leerzeichen anzeigen, Zeilenumbrüche. Ja, lange Zeilen umbrechen und all sowas. Dann, wie Tabulatoren dargestellt werden sollen mit 8 Leerzeichen. Was haben wir noch hier? Spezialfunktion für Tasten, Tabulator, Auswahl einrücken, Umschalt, Tab, Einzug entfernen. Das ist natürlich gut, wenn man programmiert, damit das im Quelltext ein bisschen sichtbarer wird, was zusammengehört. Oder damit man es besser strukturieren kann, also dass man einfach einrückt mit der Tabulatortaste oder eben mit Umschalt-Tab wieder ausrückt, also nach links wieder. Dann Rücktaste, führende Leerzeichen bis zum vorherigen Tabulatorstopp löschen. Rücktaste. Okay, gut. Habe ich nie vermisst, aber kann eventuell praktisch sein. Puh.
POS 1 Ende führende nachfolgende Leerzeichen ignorieren. Damit kann ich dann an den Anfang oder ans Ende von der Zeile springen und dabei werden die Leerzeichen ignoriert. Ja, kann man auch machen, muss man aber nicht. Dann haben wir hier Fenster. Allgemein kleinseitige Dekorierung, Neustart erforderlich. Aha. Vollständigen Dateinamen in der Titelleiste anzeigen, finde ich gut. Fenstergröße merken, ja, ist auch immer praktisch. Fensterposition merken, nö, ist eigentlich egal, oder? Auch wieder Geschmackssache. Also ist jetzt nicht aktiv, habe ich bis jetzt niemals vermisst. Also ja, ihr wisst jetzt, dass es die Option gibt und dann könnt ihr sie auch aktivieren. Fensterzustand auch merken. Warum nicht? Werkzeugleiste anzeigen. Obwohl, das gucke ich jetzt wirklich mal. Wo haben wir ihn? Ne, Zubehör, ne? Mauspad. Geht das sofort? So, was wollte ich? Werkzeugleiste anzeigen. Ach so. Das ist doch eigentlich nicht schlecht. Dann hat man sofort auf einen Blick und braucht bloß da einmal hinzuklicken. Anstelle von hier Datei, Speichern, kann man dann einmal auf diese Diskette draufklicken und hier die Zeilennummerierung ist jetzt auch mit dabei. Ja, das ist doch eigentlich ganz gut. Zyklischer Reiterwechsel. Was soll er denn sonst machen? Oder denn einfach am Ende aufhören und dann das war's? Das klingt doch eigentlich auch gar nicht so schlecht. Dateien öffnen in neuen Reitern. Ja, genau. Dafür haben wir das Ganze ja, dass wir nicht so viele Fenster darum gammeln haben. Von daher ist das doch gut. Datei. Zeilenumbruch am Dateiende sicherstellen. Es gibt bestimmt Dateiformate, die gerne am Ende einen Zeilenumbruch haben wollen. Aber jetzt erstmal würde ich sagen, ist das nicht unbedingt notwendig. Eine Kopie mit der Endung Tilde erstellen, finde ich immer gut. Wer weiß, warum lieber nochmal so eine Sicherheitskopie als nicht. Verlauf, Sicherungswiederherstellung nach einem Absturz, ja, gern. Oder ich kann auch sagen, immer, dass ich immer mit der letzten Sitzung wieder fortfahren kann. Anzahl der Einträge für kürzlich verwendete Dateien. 10, ja, Anzahl der Einträge im Suchverlauf, 20, ja, warum nicht? Dateiüberwachung, also wenn ich jetzt mit einem externen Programm eine Datei ändere, die in dem Mauspad geöffnet ist, dann würde er das wohl mitkriegen und sagen, ja, da hat sich was geändert, sollen wir das jetzt mal neu laden? Also macht jedenfalls Kate bei KDE so und ich denke mal, das ist genauso. Automatisches Neuladen, würde ich jetzt nicht unbedingt aktivieren. Also ich möchte gern darüber informiert werden und dann eine Entscheidung treffen, so wie ich es gerade für richtig halte. Standardkodierung UTF-8, ja, wird heutzutage wahrscheinlich richtig sein. Ansonsten gibt es auch verschiedene andere Kodierungen, die ihr nehmen könnt. Plugins, Rechtschreibprüfung könnt ihr aktivieren oder auch nicht. Wenn ihr viel Quelltexte habt, dann wird das wahrscheinlich deutlich lästiger sein, als was es euch was bringt. Also von daher kann man es auslassen. Das war es jetzt auch für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch geholfen, dass ihr mal wieder so einen zusätzlichen Einblick gewonnen habt. Also ich habe natürlich auch eine Menge dazu gelernt, was man bei XFCE wirklich alles machen kann. Und das Ganze läuft auf einer Vorschau auf Debian 12. Das ist noch nicht rausgekommen, aber es dauert auch gar nicht mehr so lange. Nächsten Monat soll es soweit sein. Und macht es nach, macht es nicht nach. Ansonsten hier Glocke drücken, abonnieren, weitersagen und überhaupt. Und bis dann und tschüss.